Ja Leute, herzlich willkommen zurück zu Pokémon. Ja, wir haben ein bisschen trainiert, also tatsächlich. Ja, Glutexo 35. Okay. Ja gut, ich zeig's euch anscheinend nicht. Egal. Ab zur Arena. Ja, aber mit Glutexo werden wir spielen, weil die Arena wird nur Pflanzen-Pokémon haben und da ist unser Glutexo perfekt. Ja. Ja, aber hier passiert schon halt. Hammer. Ja, und dann noch Wickel. Das kannst du dir nicht ausdenken. Alter. Was eine Scheiße, ey. Naja, aber wir gucken trotzdem. Ob es reicht, ne? Natürlich. Ja. Naja, immerhin Miraplas sofort down. Ja gut, das läuft jetzt gerade mal ganz gut. Hier dürfen nur Frauen hin. Ja, aber wir sind leider ein Herausforderer. Ja. Ja, nice. Unser Glurak. Ja, was soll man großartig sagen? So, es läuft alles. Jetzt gegen Owei. Mit dem Glurak dürfen wir spielen. Da läuft die Glutattacke. Tja, wechselt. Ja, der Wechsel hat sich hier vollkommen super gelohnt. Auf jeden Fall. Also, Genius-Streich. Ja, 37, Durak. So, und dann noch der letzte. So, und weil wir jetzt 64 haben, denke ich mal, ist super, gegen Erika anzutreten. Ja, und hier dachte ich mir, dass Schlitzer die bessere Option wäre, weil Volltreffer. Ja. Thank you.
Ja, immerhin 38 und wir haben sie besiegt. Geil. Sauber. Ja gut, war ein ziemlich easier Kampf. Gott sei Dank. Ja, damit haben wir Themen 21 bekommen. Mega sauber. Ja, und jetzt geben wir unserem Smetbo Mega Sauger, weil macht Sinn. Also, finde ich super. Hat sie wenigstens da schon mal eine Pflanzenattacke. So, und jetzt werde ich euch im Pokémon Center, das kann ich schon mal vorwegnehmen, ein neues Teammitglied vorstellen, ja. So. Und da ist es. Ein Aquana. Und das zeige ich euch nochmal schön. Auf Level 30. Und ja. Ich habe es Blubstrahl beigebracht. Die TM, die wir bei Azuri bekommen haben. Und ist noch Pikachu. Habe ich Donnerblitz gebracht. Da bin ich nämlich noch mal extra nach Urania City gefahren. Ja, und habe mir diese noch schnell besorgt. So, jetzt besorge ich noch schnell ein Getränk, weil dann können wir schon mal nach Saffronia City, weil dann können wir ja schon mal durch, dann müssen wir nämlich nicht diesen Umweg machen nach Lavandia City, sondern können dann direkt schön durch durch Saffronia City durch und dann, ja. Geht ein bisschen schneller so, denn wir werden jetzt den Pokémon-Turm machen, damit wir Mr. Fuji rausholen, obwohl er freiwillig drin war, das wird uns natürlich auch sagen, kann ich ja schon mal sagen, spoilern. Ich meine, das ist gar kein Spoiler mehr, so ganz ehrlich, wer Pokémon die erste Generation nicht kennt, der hat sowieso viel verpasst. Ja. Also wir müssen doch hier durch, okay. Ja gut, ich weiß nicht, hat sich das jetzt viel mehr gelohnt? Egal. Egal, wir sind im Pokémon-Turm. Hier wird Smetbo erstmal Arbeit haben, denn wir haben hier ganz viele Geist-Pokémon. Und Psycho-Attacken sind dagegen ziemlich gut. Also nicht gegen Geist, aber diesen Gift und Gift ist schlecht. Wenn man Konfusion einsetzt. Ach man, das ist so nervig, dass ständig Pokémon reinkommen, ey.
Cool. Psystrahl können wir jetzt endlich lernen. Nice. Ja, somit sind wir noch stärker. So, jetzt können wir uns hier heilen, was sehr praktisch ist. Joa. Deswegen, ich habe ja euch ja gesagt, Smetbo ist der Killer, wirklich, und... Ja gut, Psystrahl hat jetzt nicht zerstört, leider. Das ist auch ärgerlich. Aber egal. Immerhin. So, da unten war jetzt noch ein, den habe ich jetzt vergessen. Ich meine nicht, genau, den habe ich nämlich noch gesehen. So, Bahn Alpollo. Alpollo gibt ein bisschen mehr EP, deswegen ganz wichtig. Ja, ist halt so, ne? Ja, hier kann ich Konfusion einsetzen, Psystrahl muss nicht sein. Gib mir deine Seele. Jo, wahrscheinlich. Wobei, ich weiß nicht, was du mit meiner Seele willst. Da ist nichts mehr. Egal. KO! So. Besiegt und nächsten. Wobei, wir sind jetzt in der letzten Etage. Es fehlen, kommen noch drei Arena. Drei Kämpfe. Wobei es ärgert einen schon ein bisschen, dass Psystrahl immer noch nicht ein Level 22er Nebulak nicht wegklatscht. Sauerei. Ja gut, Volltreffer. Ja. Aber trotzdem ärgerlich, ey. Ja gut, das hat funktioniert. Keine Ahnung. Egal. So. Ja, ein Sonderbonbon. Ja, Knogger, und da dachte ich so, fliehen wir mal, aber scheiße, hat nicht funktioniert. Das heißt, wir mussten Knogger wirklich besiegen. Ja, Macrina soll ein bisschen trainiert werden. Ich denke mal schon die bessere Entscheidung. Also ein bisschen, ne? Na gut, das ist jetzt meine externe Festplatte, die ein bisschen piepen tut. Gut, ich weiß jetzt nicht wieso. Ja, die piept manchmal einfach so. Ja, cool, jetzt können wir Aquaknarre lernen. Na gut, jetzt hat er aufgehört zu piepen. Naja. Merkwürdig. Thank you.
So, damit den letzten Rocket besiegt. So, jetzt noch die Pokéflöte holen. Na, kurz heilen. Und dann geht's jetzt ab nach Fuxania City. Ja, werden jetzt ziemlich viele Trainer auf uns warten. Ja. Ja gut, gutes Training ist für Pikachu. Ja, Pokéflöte. Ja, aber bringt uns nichts, wir haben nur einen Superball. Und ja, macht keinen Sinn. So, der Typ hat Voltoball und Elektroball. Das Digitri Basher. Tja, aber blöderweise haben wir Kratz eingesetzt. Na, ist ja schon bitter. Naja, aber Gott sei Dank hat er jetzt nochmal Finale eingesetzt. Ja, und gewonnen dadurch, Gott sei Dank. Ja, ist jetzt wieder ein Trainer-Part, kann man sagen. Der nächste Part wird auch
aus Trainerkämpfen bestehen. Das kann man ja schon im Voraus wissen, weil halt viele vorkommen. Ja, jetzt ein bisschen Aquana noch trainieren, weil wichtig. Ja, gut, und dann ging so ein Team. Naja, aber auch Kleinvieh macht, gibt uns EP, die wir benötigen. Dringend benötigen natürlich. Ja, aber Aquana ist echt cool, muss ich sagen, also ist, also in dieser Generation wäre folgende Rangliste, also Platz 1 wäre Aquana, zweiter Platz wäre Flamara und dritter Platz wäre Blitzer. Wenn man jetzt irgendwie noch Evoli dazwischen packen würde, dann würde der Evoli den dritten bekommen und Blitzer halt den vierten. So, ich mag extrem Aquana. Mochte ich schon immer. Ja, und danach Flamara halt auch ein sehr schönes Pokémon. Ja. Ja, kann ich ja mal vielleicht ein Ranglisten-Video machen, so ein kurzes. Über das ich dann rede, welche Evoli-Entwicklung ich am liebsten mag. Er ist eigentlich auch nicht schlecht, so, ne? Wird vielleicht den einen oder anderen interessieren. Aber ich denke mal, der ein oder andere hat locker eine andere Meinung, was mich dann auch mal interessieren würde. Ja, mit Duplexieb haben wir ja extrem viel Glück. 4 Treffer und jetzt sind es quasi nur 2. Aber der Komprimator ist halt so unbesiegbar, dass Blutstrahl nicht trifft. Warum auch immer. Ja, wir wollten unbedingt noch herausfinden, ob Pipi es schafft, uns 5-mal eine reinzuhauen. Tja, und jetzt 2-mal, 3-mal und Klubstrahl. Aber leider nicht besiegt. So, 4. Mal Paralyse und Rückzugheb, Kampf beendet. Das passiert alles, wenn man mit einem Aquana paralysiert ist. Was für eine Scheiße. Ja, dann wird Nidorino ein bisschen trainiert, weil ja, ist wichtig. Ach man. Ich weiß nicht. Paralysiert, eingeschlafen und dann Duplex-Hieb. Oder Duplex-Hieb. Ja, doch, doch. Duplex. Keine Ahnung. Also, wenn ich Gegner habe und die setzen diese Attacke ein, haben die eine hohe Wahrscheinlichkeit, 4 oder 5 Schläge zu machen. Setze ich so eine Attacke ein wie Duplexhieb, Furienschlag oder Kometenhieb. Leute, 10 Euro und Dönerteller, ich mache nur 2 Schläge. Definitiv, ich habe es ausprobiert. Und das ist lächerlich. Das ist wirklich richtig lächerlich. Also, ich weiß nicht, also ich habe es nie mehr als 2-mal geschafft. Wirklich, immer 2-mal. Und dann hat es nur ganz bisschen gezogen. Wo ich mir auch so dachte, willst du mich eigentlich verarschen? Ja. Naja, und deswegen ärgere ich mich dann immer ein bisschen mehr. Weil die Gegner setzen das ein und die haben so viele Treffer, ey. Ich meine, es zieht vielleicht auch nicht so viel. Aber es trifft. Und es hat mehr Schläge. Als wenn ich es machen würde. Ja, das ist ein bisschen bitter. So, ein bisschen stark, bitter. Leider.
Ah, okay, wir haben ihn doch gemacht. War ich mir im nächsten Part jetzt nicht sicher, ob wir den gemacht haben. Aber den haben wir gemacht. Gut. So, Glurak. Momentan unser stärkstes Pokémon, Level 38. Ja, was kann man großartig sagen, ne? Gut, schnell nochmal überprüft, ob ich keine Scheiße gelabert habe, das ist wirklich unser stärkstes. Ach ja. Naja. Ja, Spiegeltrick war erfolglos. Und Furienschlag. Gott sei Dank nur zweimal. Und Gott sei Dank erleben wir auch keinen weiteren. Ja, nicht die Chance geben, ey. So, Pika nach vorne. Weil unser nächster Gegner wird Flug-Pokémon haben. Also sieht jedenfalls so aus. So, ich meine, jetzt haben wir noch diesen und noch einen Kampf. Und ich glaube, dann habe ich den Part beendet sogar. Ja, da wurde was angezeigt. Man hat es vielleicht nicht gesehen, aber ich irgendein meiner Programme wollte so eine Vorschau geben und das ragte dann halt ins Bild. Deswegen passiert häufig tatsächlich. Ich weiß nicht wieso. Man kommt mit der Maus dran und ja, man verschwindet das Scheißteil nicht. Also sau nervig, ja. Schlimm sowas, ey. Einfach nur schlimm. So, und jetzt noch gegen den Trainer hier. Gegen Biker, drei Pokémon hat er. Smoggern. Ja, dumm, dass unser Pikachu kein Donnerblitz kann. Naja, bei der Sternschauer bringt auch was. Und wir wollen es wissen. Deswegen wechseln wir es nicht aus. Was soll man da noch sagen? Na, habe ich mir gedacht, kannst du wechseln, aber ich dachte mir, ach, macht keinen Unterschied, weil nach dem Kampf würde es eh drauf gehen. Ja, dann darf Smetbo noch einmal. Tja, und dann war's das damit. Ich mache jetzt erstmal Schluss. Wir sehen uns dann nächste Woche Mittwoch zum nächsten Part wieder von Pokémon Rote Edition. Machen weitere Trainer kaputt. Und vielleicht schaffen wir auch schon die fünfte Arena. Ja, ob wir schaffen, seht ihr im nächsten Part. Bis nächste Woche. Haut raus und ciao.